Okay, der rennt weg vor uns. Sollen wir ihn mal lassen? Oder sollen wir ihn abstechen? Er ist wieder runtergegangen. Dann soll er auf jeden Fall mal wegbleiben, denn wir haben eine Mission zu erfüllen, nämlich die Lady im OP-Saal zu retten. Und da können wir, glaube ich, jetzt... Ah, Moment, müssen wir da nicht zurück? War das nicht da hinten? Da ist der Koppler, den müssen wir da dran machen, jawohl. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ach so, wir müssen hier alle zum Leuchten bringen. Okay, das ist nicht das Problem. Sieht doch ganz gut aus. Schaltkreis überbrückt und Knopf gedrückt. Jetzt können wir also da rein und können die Lady hoffentlich retten. Hauptflur. Also ist es hier auf. Ach du heiliger Klammbarm Nagel. Lol. Wo kommen wir denn da noch hin, ey? Ah, scheiße, da sind wieder Scherben. Oh, fuck. Dammit. Was sollen wir hier drin zur Hölle? Ah, sollen wir durch. Dann machen wir hier mal die Türe auf. Irgendwo müssen wir schon weiterkommen. Aber ich will ja jetzt nur die Tussi da retten. Nicht, dass wir da jetzt irgendwie vorbeigehen. Okay, da müssen wir nach rechts. Leiche durchsuchen, da war nichts drin. Der wurde scheinbar verquetscht. Aber ich bin hier trotzdem noch alles andere als amused. Und wo sind wir jetzt schon wieder? What the fuck is going on here? Manchmal reicht eine Verriegelung, die Tür allerdings nicht, eine verriegelte Tür allerdings nicht aus. Um zu verhindern, dass der Gegner eine verschlossene und verriegelte Tür einreißen, bewegen Sie etwas Schweres vor die Tür, indem Sie A drücken, wenn Sie in der Nähe eines Barrikadenobjekts stehen. Alles klar. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Verriegeln. Und dann das da vorschieben. Reicht das? Haha, erstmal nicht mit uns, mein Freund. Ich bin der Grund, dass du da bist. Ich glaube, das bist du schön selber, mein Freund. November. Okay, das war's dann. Hier ist ein Puzzleteil. Hier ist noch ein Puzzleteil. Das sind Bilder über Anatomie. Wie lege ich eine Zwangsjacke an? Lol. Ist da was drin? Tonband. Das ist die Marke von unserem Partner, Detective Singh. Ah, dem konnten wir scheinbar nicht helfen. Jetzt schauen wir mal, ob wir wenigstens ihr helfen können. So, wir müssen doch bald mal da sein. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das nun wieder für ein Blödsinn? Nichts gefunden. Ach Gott, was ist hier jetzt schon wieder los? Eine Zahlenkombo? In einer Minute? Ach du Scheiße, wo soll ich denn die hernehmen? Eine Sicherung?
alles klar. 579. 579. Läuft die Zeit noch? Die läuft doch. 579. 579. 579. Komm schon, lass es die richtige sein. Bitte, 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 bitte. Alter! Wunderbar! OP-Saalschlüssel! Oh oh. Was bist du für ein Schwein? What the fuck? Da überschlagen sich die Ereignisse und er hat uns direkt vor der Tür abgelegt. Und diese Rätsel, die sind einfach geil, ohne Witz. Can you rescue her, Detective Tab? Das werden wir jetzt rausfinden. Und ich hoffe es sehr, dass wir ihr helfen können. Was auch immer wir zu tun haben, wir werden es gleich rausfinden. Da gibt es nichts mehr, wunderbar. Alles klar, dann gehen wir weiter. Hier gibt es auch nichts. Türe zu. Dass nicht irgendeiner meint, er muss hinter uns herrennen. I didn't tell the cops anything, not a thing. I know you didn't. Promise, I won't do it anymore. The drugs, the cutting, none of it. I know you won't. I don't know what else I can say, what else I can give. Your life. Oh, Scheiße. Er will ihr Leben haben. Aber wir werden das hoffentlich verhindern können. Ach du Scheiße, los geht die Party! Was muss ich hier tun? Hallo, Amanda. You remember Amanda? Amanda Young? You told our friend the detective that I saved you. But you forgot your lesson. You damaged your body with drugs and pain. Now the needle will save your life. Each of you will be injected with different poisons that will slowly break down your bodies. The device in front of you contains the antidotes to each of the poisons. The red vials go to the left and the blue vials to the right. But be careful. Incorrectly mixing the antidotes will cause some discomfort. The last time we played, you freed yourself by taking a life. Now your only salvation is to put your trust in someone else. Live or die, Amanda. Ach du Scheiße, jetzt muss ich ja das Gegenmittel... Nein! Ich bin selber betroffen, na das ist super. Gegenmittel LT, Gift RT. Lass mal laufen, das Ding. Das war nicht gut. Jetzt habe ich es aber raus. Rechts. Dann bleibt es so und dann rechts. Also muss ich RT drücken. Das müsste hinhauen, ne? RT, RT, dann fällt das da runter. Müsste auch klappen nochmal mit RT. Nein! Ich vergaß, dass es da auch noch umwippt. Ach du Scheiße, das ist nicht gut. So, wenn ich jetzt wippe rechts, dann wippt's nach links und dann wippt's nach rechts. Also RT. Okay. Dann wippt das da, dann wippt das da, dann wippt das da. LT. Denn das Gift muss nach links und das Gegengift muss nach rechts. Das war gut, RT. Das müsste auch hinhauen. Das war gut. Und jetzt LT. Und jetzt wieder RT, das müsste klappen. Ah, jetzt füllt sich hier diese Gegengiftanzeige. Und jetzt wieder LT. Weil es geht nicht anders. Wir machen es richtiger, dann kriegt sie auf jeden Fall die Spritzen nicht rein. Und jetzt wieder RT, dann haben wir rechts wieder eins. Komm schon. Und das wippt, jetzt wieder LT.
Wir müssen auf jeden Fall richtig machen, Leute. Und jetzt RT, das wirkt wieder ins Gegengift. So, so, jetzt LT, dann wippt das wieder ins Gift rein und ich hoffe mal, dass wir hier alles richtig machen, Leute. Das sieht doch ganz gut aus, die Mischung. Okay, das war Number One. Jetzt wieder RT. LT. Was ist das denn für eine Scheiße jetzt? Ach du Kacke, jetzt muss ich noch planen. Okay, dann machen wir RT jetzt. Wenn ich jetzt RT mache, wippt es nach links, nach rechts und dann nach rechts. Dann können wir das wenigstens... Ja, das machen wir jetzt. Jetzt haben wir nämlich zwei, dann ist eins zwar falsch, aber mein Gott. So, das wippt nach rechts, das nach links, das nach links. Also brauche ich jetzt Gift. Okay, das war gut. Und die zwei, die müssen jetzt erst gefüllt werden. Jetzt habe ich das. Jetzt brauche ich LT. So, dann RT. Jawohl. Müsst ihr hinhauen. Und dann wieder LT. Was für ein Rätsel. Jetzt haben wir RT. RT, das ist gut. Denn dann haben wir jetzt eins. Das geht da hin und dann geht das da rein. Also wieder LT. Nein, RT. Ah, was mache ich denn? Dammit! Haben wir's? Haben wir's? Dachte, das sei falsch. Oder reicht da eins von? It's okay. You're okay. What did you do to me? What did you do? I'm not him. I'm not the one who... It's okay. I'm okay. I know. Look, we have to play by his rules. I saw him. I saw him. Who is he? What did he look like? That's all you care about? I just nearly died. We're all here because of you, detective. Oh, hell with this. Krasser Scheiß. War das der erste Part? I can't believe I'm here again. You know, I made it through one of his tests before. Right now, we have to be careful. Doors aren't what they seem. Crazy people. I have a feeling this entire asylum is trapped. Play by the rules, and we both might make it. He's watching. You already survived one trap by him. How can Clearly, I failed the test, though. That's why he brought me back here, and with a fucking cop, no less. Just be sure of this. Jigsaw's in control, not you, Detective. Okay, das ist wohl deutlich. Finden Sie Jigsaws ersten Hinweis. Amanda ist auch noch da. Das ist wohl Amanda Young. Jeder, der natürlich die Serie, oder was ist die Serie, die Filme kennt. Der weiß natürlich, wer sie ist und was sie tut. Geht's jetzt hier noch weiter oder was sehe ich jetzt hier? Nagel. Hier geht's runter und hier geht's rein. What comes first? Okay, schauen wir erstmal nur hier rein. Boah, den hat's ziemlich zerbasht. Und hier gibt's nichts mehr. Gut. Dann würde ich sagen. Lass mich mal raus, Amanda. Dann würde ich sagen, bevor wir hier in diese Tür reingehen, werde ich erstmal hier einen Cut machen. Wir nehmen schon eine knappe Stunde auf und ich bin richtig gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch gefällt so. Mich ist es so wieder so ein richtiges Gruselspiel, Gruselfaktor und was kommt als nächstes, das weiß man nie so recht. Ich hoffe, euch gefällt es. Könnt ihr mir ja mitteilen. Gebt mir Daumen nach oben, kommentiert oder was auch immer. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Part auch dabei seid. Bis zum nächsten Mal, euer Bloody LP.